Nun geht es hier und jetzt um die Stadt und die Menschen, die Geschichten lieben und um den Moment von dieser einmaligen Stadtgeschichte Dinslakens mehr zu erfahren. Es geht um Zeit, die vorüberzieht, Bilder, Architektur und Landschaften verwahrt und spannende Augenblicke bezeugt. Wir reisen zurück in das 12. Jahrhundert. Hier nahm alles seinen Anfang. Dinslaken wurde in einem Grund- und Zinsbuch des Klosters Werden als Leg bei Hiesfeld erstmalig urkundlich erwähnt und der Bau des Kastells und die Verleihung der Stadtrechte durch Graf Dietrich VII. Von Kleve waren wahrhaftige erste Höhepunkte. Seit der Verleihung der Marktrechte im Jahre 1478 wird der Altmarkt zum Marktplatz, Spielort für Gaukler, die Nachrichtenbörse der Stadt und ein Handelsplatz, der Kunst, Kultur und Konsum verbindet.